Fanny ist Abraham, zurück in Red Dead Redemption 2 und in dieser besonderen Episode möchte ich euch gerne zeigen, wie man hier schnell reist. Hier ein paar Möglichkeiten, die ich gleich weiter in dieser Episode euch nahe bringen werde. Einmal, ich habe jetzt die Karte freigeschaltet, ich zeige wo und wie. Ich zeige euch, wie man mit dem Zug, mit der Postkutsche schnell reist. Und ja, ihr seht hier mein kleines Pferd Horsey. Hier gibt es auch eine interessante Schnellreisemethode und das werde ich euch alles in diesem Video zeigen. Und hier eine Möglichkeit. Und zwar, ich werde jetzt mit dem Zug reisen. Dazu habe ich mir jetzt hier einen Bahnhof rausgesucht. Ja, und hier kann man nicht nur sein Kopfgeld bezahlen, sondern tatsächlich, oh, übrigens seine Post abholen. Nein, hier kann man auch mit der Bahn verreisen. Und ja, es ist wahrscheinlich nicht so mit der Deutschen Bahn, aber das sind andere Geschichten. Und dazu gehe ich zu dem Beamten, sage F wie Fahrkarten. Und habe hier jetzt die Möglichkeit für ein geringes Entgelt mir zu sagen, wo ich als nächstes hin möchte. Und ich will jetzt einmal zu Rick's Station. Wie ihr eben gerade auch schon gesehen habt, man kann natürlich hier nur zu bestimmten großen Bahnhöfen, also zu Städten reisen. So, einmal Zug fahren für 3 Dollar. Vielen Dank für diesen interessanten Spaß. Jetzt allerdings, um sein Pferd zu kriegen, ja, da wird es etwas problematisch, weil da ist mein Horsey. Seht ihr? Alles gut? Wir sehen uns gleich bei der nächsten Möglichkeit wieder. Jetzt zeige ich euch eine interessante Art und Weise, hier zu reisen. Es ist nicht wirklich eine Schnellreise, aber ihr müsst dabei nicht am Steuer sein. Und deswegen mache ich das mal einmal kurz auf Kurzstrecke. Und zwar geht es um den Cinema-Modus, den Kino-Modus. Hier einmal schnell gezeigt. Das heißt, ihr geht einmal auf die Karte. Das macht ihr mit M. Sucht euch dann hier einen Ort raus, wo ihr dann hin möchtet. Das müsstet ihr markieren. Da ich gleich, ist zwar noch gesperrt, aber ich gleich nochmal mit einer Postkutsche reiten möchte, markiere ich das hier einfach mal und gehe wieder zurück, weil ich brauche einen Wegpunkt. Ich reite in die richtige Richtung und jetzt kommt das Coole. Und zwar, jetzt nehme ich die Taste V und halte die. Und dann geht das Ganze in einem Kinomodus und ab diesem Augenblick reite ich dann bis zum Ziel. Es dauert halt etwas länger und ihr könnt überfallen werden, aber es funktioniert. So, meine Freunde, und hier haben wir die Postkutsche. Ich zeige euch das Ganze noch einmal auf der Karte. Hier ist das Postkutschen-Symbol, dieses hier. Und hier kann man hinreiten und hier gibt es auch mehr Orte. Können mit dem Kutscher reden. Und dann sage ich dann so, wir möchten fahren. Und dann sage ich dann zum Beispiel, ich möchte gerne nach Rhodes, nach Valentines und dann nach Emerald Ranch. Und dann bringt er mich dahin. Ihr seht, Horsey reitet hinterher.
So, das Interessante dabei ist, das kostet natürlich ganz sehr Geld. Das heißt, ein Geld muss man haben. Dafür muss man wieder ein bisschen arbeiten, um diesen Luxus zu haben. Ich wollte euch einfach nur mal diese Möglichkeit zeigen. Und ich habe da noch mehr. So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Reisemöglichkeit. Nämlich, diese hat was mit der Erweiterung eures Lagers zu tun. Ich befinde mich jetzt hier in der Clements Point. Und da gibt es ja halt hier die Lagerkasse. Und dort gibt es dann mehrere Ausbaustufen. Da gehe ich mal ganz kurz rein. So, eine Seite weiter. Noch eine. Und hier geht es um eure Unterkunft. Und da seht ihr schon, das erste ist eine Behelfsunterkunft. Dann das zweite, eins nach dem anderen, das schon etwas gemütlicheres. Und dann die dritte Ausbaustufe, Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Und genau darum geht es. Diese $325 solltet ihr einmal investieren. Das habe ich auch schon getan. Wenn ihr euch die Videos anschaut, dann habt ihr auch vielleicht gesehen, wo. Ich habe nämlich eine Bank überfallen und da kam ziemlich viel Geld mal rüber. Das Geld gut investiert, die $5000. Ja, ich habe mir auch mein Pferd gepimpt, Entschuldigung. So, und dann geht ihr zu eurem Lager und dann seht ihr hier an diesem Lager, da gibt es ein Schnellreisebrett. So, da gehe ich einmal mal drauf und dann sehen wir hier schon, dass wir jetzt aussuchen können, wo uns das Ganze sofort hinbringt. Es ist allerdings One Way, das muss ich gleich dazu sagen. Das heißt, wenn ihr diese Reise nutzt, dann kommt ihr also nach Callaghy Hall, aber nicht wieder zurück. Und für zurück gibt es weitere Möglichkeiten, die habt ihr in diesem Video auch schon gesehen oder werdet ihr sehen, nämlich mit dem Zug, mit der Kutsche oder indem ihr den Cinema View einschaltet, vorher einen Ort angibt und gemütlich zum Ziel reitet, wobei ich hier gleich nochmal hinweisen möchte, ihr solltet dann schon auf einer Straße sein. Also seid ihr auf einem Weg oder irgendwo daneben, dann klappt das nicht ganz so gut. Sobald ihr auf einem Weg drauf seid, geht das dann los wie in Assassin's Creed. Ihr werdet zum Ziel gebracht. Ihr solltet aber trotzdem Augen und Ohren offen halten. Es gibt weiterhin noch die Möglichkeit des Überfalls. Und kommt ihr da rein, dann kann man auch mal ganz schnell tot sein. So, und damit habe ich euch auch diese Möglichkeit gezeigt zu reisen. Ja, und jetzt wisst ihr, wie man reisen muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt daran, über ein Abo würde ich mich freuen. Natürlich auch, wenn ihr dieses Video schaut, weiterleitet oder teilt. Ah, nein, nicht anquatschen lassen. Komm, weg. So, wir wollen nicht wieder angeln. Das haben wir schon hinter uns. Seht ihr auch demnächst ein Video dazu. Also, nochmal zurück. Über ein Abo würde ich mich freuen. Von daher sage ich, have fun, neuer Abo-Rahmen. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.